Hier in der Buchsbaumgasse 54 kommt es vor einigen Tagen zu diesem fatalen Ereignis, zu dieser schrecklichen Bluttat, wo ein 18-jähriger Afghane seine eigene Schwester ersticht. Er hat sie bei der U-Bahn-Gasse Reumannplatz abgepasst, in der U-Bahn-Station noch. Davon gibt es Videoaufnahmen. Hier hat er sie überredet, nicht in die Schule zu fahren, sondern mit ihm eine Aussprache zu suchen. Sie gehen dann in ein Wohnhaus ganz in der Nähe der U-Bahn-Station und kommen hier in die Buchsbaumstraße 54 und gehen dann in diesen Hinterhof. Ein idyllischer Hinterhof in Favoriten, könnte man meinen. Viel Grün, und dennoch ist hier etwas so Tragisches passiert, ein Blutbad. Der 18-jährige Hikmatullah hat seine Schwester hier hineingelockt mit dem Vorwand, mit ihr reden zu wollen. Und dann hat er ein Messer gezückt, das hatte er schon in der Jacke versteckt, davor im Park vergraben, und bevor er sie in der U-Bahn-Station abgepasst hat, eben rechtzeitig ausgegraben und ist dann mit ihr hierher gegangen, hat die Tat offensichtlich schon lange geplant gehabt. Und er hat mehrmals brutal auf sie eingestochen, genau hier in diesem Hof, wo wir jetzt gerade stehen. Er war voller Wut, das sagt er selbst nachher während dem Verhör. Und es haben schon zwei Anwälte, die mit diesem Fall betraut waren, den Fall niedergelegt. Zuerst war das die Promi-Anwältin Astrid Wagner, die erst enthusiastisch an die Sache herangegangen ist. Doch dann plötzlich zieht sie sich zurück, legt das Mandat nieder. Sie sagt, mit der Familie hat man keine Chemie gehabt, keine gemeinsame Basis gefunden. Und außerdem hätte sie sich den Ermittlungsakt genau angeschaut und danach festgestellt, dass sie nicht die geeignete Anwältin für diesen Fall wäre, was immer sie damit auch meint. Es gibt auch zum Beispiel, hat man gehört, dass man ihr nicht einmal die Hand geben wollte von Seiten der Familienmitglieder. Also das könnte natürlich auch ein Grund sein. Interessanterweise ist, dass ihr Nachfolger, der Anwalt Manfred Abacher Stöger, nun den Fall ebenfalls zurückgelegt hat. Er sagt wiederum, der Grund sind unüberbrückbare Differenzen. Näher will er sich dazu nicht äußern. Es hat noch ein anderer Anwalt mit ihm den Fall zusammen übernommen. Das ist Philipp Winkler, auch ein sehr guter Anwalt, ein sehr bekannter Anwalt. Der hat gesagt, Hikmatullah hätte sich an ihn gewandt, wollte, dass er ihn vertritt, aber er hätte seither von der Familie nichts mehr gehört. Hikmatullah selbst, der 18-jährige Afghane, ist natürlich weiter in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter, und es haben sich ja in letzter Zeit die Hinweise darauf verdichtet, dass der Vater selbst hinter diesem Mord stehen könnte, dass er den Auftrag dazu gegeben hat. Denn er wurde in der Nähe des Reumannplatz gesichtet an jenem Morgen gegen 8 Uhr früh, wo der junge Hikmatullah seine Schwester abgepasst hat. Es ist gut, dass sie tot ist. Das ist die Antwort von Hikmatullah in dem Verhör auf die Frage, warum er seine Schwester ermordet hat. Er ist der Ansicht, er hat die Familienehre wiederhergestellt. Sie hätte diese Ehre zerstört durch ihren Auszug aus der elterlichen Wohnung in ein Heim des Kriseninterventionszentrums der Stadt Wien. Denn man hat ihr das Leben schwer gemacht. Sie konnte keine Freunde treffen, nicht einmal fotografiert werden durfte sie. Dabei wollte sie doch nur ein Leben wie ihre Kolleginnen auf der Schule, ganz ein Leben wie ein normales Mädchen in Österreich.